Ja, moin zusammen. Super, dass ihr auf Mittwoch wieder dabei seid. Zolles und Hutchinson zu unserer Borussia. Affengruber-Entscheidung steht an und Gladbach nimmt einen neuen Anlauf in der Saison 24-25. Das gilt es heute zu besprechen. Und wir nehmen auch einen Anlauf auf die 19.000 Abonnenten. Noch 90 Freitickets sind zu vergeben. Unten abonnieren, einen Daumen nach oben dalassen und mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, was bei der großen Analyse, ja, rauskommt. Rainer hat schon analysiert und damit starten wir rein, bevor wir zu den ganz wilden Transfergerüchten kommen heute. Rainer Bonhoff hat schon ein Statement auf der Borussia-Seite abgegeben zur letzten Saison. Ich finde, die Analyse von Rainer Bonhoff ist grundsätzlich richtig. Ja, wir hatten einen Umbau der Mannschaft. Das etablierte Personal hat er kritisiert, hat kaum eine Leistung gebracht. Ja, wir hatten viele Verletzte, das muss man alles nennen. Er sagt auch, wir brauchen mehr unbequeme Spieler. Ich denke, damit meint er defensiven Sechser, Außenverteidiger, vielleicht einen kreativen Zehner. Dazu kommen wir auch gleich noch. Das ist alles richtig. Er verlangt eine kritische Analyse und Lösungsansätze. Personalien werden natürlich bei Borussia nicht hinterfragt, definitiv nicht. Er sagt, Seoane ist auch definitiv der richtige Trainer. Ja, also ich würde Seoane auch die Chance geben irgendwie, aber natürlich mit 14 Punkten und einem Punktedurchschnitt von 1 ist das schon und brutal schlecht. Und ja, mit wenn du die 15 Jahren die schlechteste Saison spielst, dann ist auch irgendwo der Trainer wieder in der Kritik, ne, ganz klar, aber auch die Spieler. Und was mich so ein bisschen beunruhigt ist, dass du halt keine Entwicklung gesehen hast. Also die Entwicklung ging natürlich spielerisch komplett nach unten im Laufe der Saison. Und das ist natürlich, ja, sehr, sehr kritisch zu begutachten. Und da bin ich gespannt, was bei der Analyse dann, die irgendwie noch kommt, rauskommt. Personalien wird es nicht geben. Und da frage ich mich einfach, warum. Ich verstehe es einfach nicht. Warum? Also wir sehen es doch jetzt am Beispiel Union Berlin. Union Runert, guter Mann aus meiner Sicht, hat aber ja im letzten Sommer irgendwie daneben gelegen, obwohl die Namen Gosens, Volland, Kral, Fofana, Bonucci sehr, sehr verheißungsvoll klangen, aber es ging komplett nach hinten los. Auch die Trainerentscheidung mit Bielica lag ja komplett falsch. Und dann in der Analyse, ey, vielleicht brauche ich auch nochmal ein Korrektiv, holen wir einen rein. Horst Held, du kannst von Horst Held halten, was du willst, aber da holt man dann jemanden einfach mal von extern rein, um das mal zu begutachten. Warum nicht bei unserer Borussia? Was ist daran so schlimm? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich will es nur verstehen, Rainer, tu was, weil ansonsten wird es natürlich brutal schwer. Und Omlin, bevor wir zu den ganzen Gerüchten kommen, sagt auch, wir sind mit dem blauen Auge davon gekommen. Ja, absolut richtig, aber das blaue Auge, das Auge war schon zugeschwollen. Also das Auge war schon zugeschwollen. Bei einem Punkt vor der Relegation war das Auge schon mit Sicherheit zugeschwollen. Ja, und das Problem ist, wir werden mit dem gleichen Personal, gleichen Trainer, Sportvorstand komplett identisch in die neue Saison gehen. Ich glaube auch nicht, dass eine Ergänzung wie bei Union Berlin da reinkommt, sondern es wird das gleiche Personal die neue Saison bestreiten. Und das Hauptproblem sehe ich, du wirst keine Aufbruchsstimmung haben, wenn das mit dem Personal, wir hoffen alle, dass das gut geht, aber wenn das mit dem Personal in den ersten 5 Spielen krachend schief geht, dann wirst du eine Stimmung in Gladbach haben, wo die Fans, ja, überwiegenden Teils sehr, sehr negativ sein werden, weil die aktuell haben sich halt viel, viel Kredit durch die Saison verspielt. Die Fans haben alles gegeben, wurden ja teilweise mit der Kommunikation von Borussia, mit dieser unsäglichen DFL-Kommunikation, mit ja, teilweise wieder der Kommunikation nach den Spielen, ja, teilweise ins Gesicht geschlagen. Und das würde man dann spüren, wenn das zur Saisonbeginn krachend schief geht. Und ich glaube, dann ist auch nichts mehr haltbar. Also dann wird der Druck irgendwann so groß, dass du eine Änderung vornehmen musst, wo immer sie auch ist. Aber warten wir es mal ab. Vielleicht überraschen uns alle und wir fahren nächstes Jahr nach Europa. VfB Stuttgart 2.0, sage ich da nur. Und wer kann uns dabei helfen? Natürlich neue Transfers. Rainer hat es angesprochen, wir brauchen unbequeme Spieler und einer, der womöglicherweise kommen soll, ist Omari Hutchinson von Ipswich Town, hat letzte Saison bei Ipswich Town gespielt, war von Chelsea ausgeliehen, da sollen wir dran interessiert sein und der VfB Stuttgart, bevor ich zu meiner Einschätzung komme, wer ist der Mann, wie gesagt, der steht noch bei Chelsea bis 2025
unter Vertrag, rechts außen, kann aber auch links außen und einen Zehner spielen. Sehr, sehr schnell, hat einen geilen linken Fuß, gute Technik, sehr, sehr kreativ und ist halt ein Spieler, der wirklich auch was mit dem Ball anfangen kann, der den Ball verarbeiten kann, mit dem du ein Doppelpass spielen kannst, der was Kreatives kreieren kann, und das wäre einer für uns, definitiv in der Offensive. Hat noch einen relativ geringen Marktwert, erst 20 Jahre alt, und wenn man da mit Chelsea eine Lösung finden kann, wäre ich da absolut dafür. 16 Scorer gemacht, vielleicht ein Kauf mit Rückkaufoption oder irgendwie was, nur ich habe mittlerweile die Befürchtung, dass wir solche Spieler nicht mehr bekommen, weil er dann womöglich zum VfB Stuttgart wechseln könnte etc. Aber das wäre zu 100% jemand, der uns weiterhelfen könnte, nochmal vorne nochmal eine Schippe draufzulegen, obwohl da nicht unser Problem lag. Trotzdem an Kreativität hat es gemangelt und der könnte uns natürlich da sehr, sehr weiterhelfen. Cooler Typ, geilen linken Fuß, und Linksfuß könnten wir vorne absolut gebrauchen. Nur ist es natürlich schwer in der aktuellen Lage, solche Transfers dann fix zu machen. Geiler Spieler, habe ich mir jetzt ein paar Mal angeguckt, wirklich technisch sehr, sehr beschlagen. Und wäre ein Wunsch absolut. Und um den 32-Tore-Sturm dann komplett zu machen, Hutchinson 10 und Zolles 22, damit noch Torschützenkönig der zweiten Liga geworden. Im letzten Spiel hat er einen Dreierpack gemacht. Wäre auch einer, wie Rainer sagt, ein unbequemer Spieler. Zolles, gute Mentalität. Da weißt du, was du bekommst. Eigensinnig auch mal, das fehlt uns auch. Kann auch mal einen Spieler aussteigen lassen, technisch beschlagen. Also die beiden Spieler haben halt technisch auch was drauf. Bei Ngumu und Schwanscherer hapert es da, weil die sind schon da ein bisschen weiter. Und bei denen stimmen halt auf jeden Fall die Basics. Problem: sollte Fortuna Düsseldorf nicht aufsteigen, haben sie eine Kaufoption für 3,5 Millionen. Wenn Fortuna Düsseldorf hochgeht, haben sie eine Kaufoption für 5 Millionen. Wäre für Fortuna, beide Szenarien wären wohl zu viel, auch das Gehalt. Und da könnte Gladbach dann weiterhelfen, wenn sie gegen die Relegation gegen Bochum nicht gewinnen sollten, hätten wir zwar quasi die Möglichkeit, den Spieler dann zu übernehmen für 5 Millionen, also quasi Düsseldorf zieht die Kaufoption und wir würden ihn direkt weiter verpflichten für 5 Millionen. Dann hätte Düsseldorf 1,5 Millionen Gewinn gemacht, und wenn sie aussteigen, dann könnten wir ihn für 8 Millionen von Düsseldorf abkaufen. Beide Szenarien sind möglich und das ist der Spieler aus meiner Sicht absolut wert. Sky-Reporter Marlon hat ja gesagt, wir sind an einigen sehr, sehr spannenden Spielern dran, die auch Lust auf Borussia haben oder Bock, wie Rollo sagt. Das könnte womöglich einer sein, 22 Tore in der zweiten Liga gemacht, 7 Vorlagen, wäre einer für links außen. Allerdings glaube ich, dass wir auf den Außenstürmerpositionen bzw. Flügelstürmerpositionen nur was machen, sollte ein Player, weil Hutchinson kann auch die 10 spielen, Zolles kann das theoretisch auch, sollten in Player oder in Gummo gehen, weil das sind für mich die realistischsten Abgänge auf der Position. Und dann könnte man mit Zolles und Hutchinson definitiv qualitativ und technisch und in der Kreativität nachsteuern. Wären aus meiner Sicht, ja, willkommene Transfers, spannende Leute. Herzlich willkommen bei Borussia. Rollo, tüte sie ein, seht zu. Und wo eine Entscheidung ansteht, ist bei David Affengruber, mit Graz Meister geworden, Salzburg abgelöst. Ja, und da steht jetzt demnächst nach der Meisterschaftsfeier die Entscheidung an, verlängert er seinen Vertrag bei Graz oder kommt er zu unserer Borussia? Wir sind auch aktuell die Einzigen, die wirklich mit ihm in Verbindung gebracht werden. War schon öfters in meiner Folge drin, David Affengruber, Vorname gefällt mir schon mal, Namensbruder, und Affengruber auf dem Trikot hinten wäre auch richtig geil. Grundsätzlich muss man sagen, absoluter Stammspieler, Meister geworden, in die Champions League eingezogen, klingt alles sehr, sehr positiv. Aber wenn man sich mit Experten aus Österreich unterhält, das hat der Kollege Kevin Schulte vom Pfostenbruch-Podcast gemacht, sagen die, nicht vergleichbar mit Wöber von der Qualität. Wöber steht auch in der Nationalmannschaft, Affengruber hat noch, also bei Wöber wird zur EM fahren, Affengruber nicht. Wäre dann für mich, glaube ich, auch eher ein Elvedi-Nachfolger, weil er auch ein Rechtsfuß ist und schwächer als Elvedi die letzten Wochen, kann er eigentlich auch nicht spielen. Das tut mir unheimlich leid eigentlich für Elvedi. Ne? Super Typ, seit 8 Jahren bei unserer Borussia, aber wirklich auf dem absteigenden Ast leistungstechnisch. Das muss man aktuell so sagen. Eine Ergänzung und jede Auffrischung in unserem Kader ist eigentlich herzlich willkommen.
Nur, ja, da muss noch viel mehr passieren in der Verteidigung, wenn Affengruber dann ablösefrei kommen sollte. Halte ich für einen soliden Transfer. Nicht mehr, nicht weniger. Ich lasse mich auch nicht mehr so sehr von Transfers hypen. Ich will erstmal wieder Leistung sehen auf dem Platz. Wie gesagt, solider Transfer. Warten wir mal ab, ob er dann kommt. Aber auf der Außenverteidigerposition muss auch zwingend noch was passieren. Und da bin ich ein bisschen beunruhigt, dass man da eigentlich gar nichts hört. Dass man da gar nichts hört. Und Rangnick hat, wie angesprochen, seinen Kader nominiert. Zwei Gladbacher sind dabei. Stevie Leiner, der wohl kurz vor der Vertragsverlängerung steht. Und Max Wöber wurde auch nominiert, der dann wahrscheinlich ab der neuen Saison kein Gladbacher mehr sein wird. Es bleibt spannend in den Personalien. Vielleicht auch Affengruber Wöber. Eine österreichische Verteidigung plus Itakura und Piarodia könnte ich mir theoretisch in der Innenverteidigung vorstellen. Und Marvin Friedrich bei einem LVD-Abgang könnte man machen. Und dann auch auf der Außenverteidigerposition nachlegen. Dann hätte ich eigentlich ein ganz gutes Gefühl, was die Verteidigung angeht. Mit Omlin und Nikolas im Tor sind wir nominell aufgestellt. Aber Fakt ist, wir müssen einfach auch die mögliche Leistung, die die Spieler abrufen können, auch dann abrufen. Ansonsten bringt uns das alles nichts. Wie gesagt, Außenverteidigerposition, da musst du nachsteuern. Die Innenverteidigung auf der 6, womöglich auf den Außenpositionen. Kreative 10, so ein flexibler Spieler wie Hutchinson und Zoll ist das nun mal sind. Und im Sturm haben wir eine Lösung gefunden. Gegen Jüchen im Testspiel wurde Sippel im Sturm eingesetzt, hat auch direkt getroffen. Ich glaube, war ein Landesligist, war er. Ja, Freundschaftsspiel 5-1. Sollte man nicht überbewerten, eine kleine Randnotiz auf jeden Fall. Saug und Botelli waren im Kader und haben auch gespielt und haben sogar beide getroffen beim 5-1. Vielleicht auch so ein Fingerzeig auf die neue Saison, wer da womöglich mal in den Profikader rücken könnte. Es bleibt sehr, 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 sehr spannend. Rund um unsere Borussia. Und das war's mal wieder für heute. Ich hoffe, es hat Freude gemacht und macht's gut. Ciao. Wir sind Borussia, die Leute in